Hallo Leute, willkommen bei Clever Angeln. Ich habe heute wieder was ich euch zeigen möchte, weil ich es relativ clever finde. Heute will ich euch zeigen, wie ich nachts mit Pose fische. Da habe ich im Internet bei diversen China-Händlern Posen entdeckt, die batteriebetrieben sind, so dass ich nicht mehr mit Knicklichtern hantieren muss. Und die habe ich in verschiedenen Stärken, von 10 Gramm, 12 Gramm bis runter zu 2 Gramm. Und die werde ich euch heute eben zeigen. Ich habe jetzt mal verschiedene Leuchtposenmodelle hier ausgepackt. Beziehungsweise vorbereitet. Da sind einmal die ganz leichten Posen, die ich verwende. Die hole ich mal aus dem Rohr. Beziehungsweise von dem Modell habe ich schon eins draußen. Die Modelle, die ich jetzt hier zeige, die sind ziemlich cool, weil die haben, wie gesagt, die sind relativ stabil, kann man nicht zerbrechen. Und hier ist schon eine Batterie drin. Ich schraube die mal auseinander. Zur Lagerung stecke ich die Batterien immer verkehrt rum in die Pose, so verliere ich die Batterien nicht. Ich mache die mal an. Und wie man sehen kann, habe ich oben einen relativ grellen Leuchtpunkt und die gesamte Pose leuchtet. Bei den Modellen, die ich im Einsatz habe, mache ich oftmals mit dem schwarzen Edding alles dicht, bis ungefähr nur noch so eine kleine Spitze rausguckt, sodass nicht so viel... Entschuldigung, Frosch im Hals, so dass nicht so viel Licht aufs Wasser fallen kann. Ich mache hier mal die Batterie wieder raus, um sie auszuschalten. Wie gesagt, hier hinten, wo die Batterie reinkommt, da stecke ich sie einfach verkehrt rum rein, schraube die Pose wieder zu und so wird sie dann halt gelagert. Ich nehme nur die Batterie raus, um euch auch mal die anderen Posenmodelle zu zeigen. Das hier zum Beispiel ist ein etwas neueres Modell. Das hat nämlich einen Bissanzeiger integriert. Das zeige ich euch mal. So, die Batterie ist drin. Wenn jetzt Folgendes passiert und die Pose wird unter Wasser gezogen, dann wechselt die Farbe. Für mich ist das persönlich nur ein Gimmick, weil die Beleuchtung nachts auf dem Wasser ist eigentlich für mich schon Farbe genug. Wenn in einer schwarzen Umgebung das Ding auf einmal anfängt sich zu bewegen, reicht mir das. Aber wie gesagt, das ist ganz nett. Die ist noch nicht die allerletzte Generation, von der habe ich noch keinen, mit so einem Chip drinne, der auf Beschleunigung vertikal reagiert. Hier funktioniert der Bissanzeiger folgendermaßen. Quasi der Minuspol der Batterie ist ein Kontakt und hier oben, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera erkennen kann. Ups, Entschuldigung, ich bin gegen die Kamera gekommen. So, da guckt ein winziges kleines Drähtchen raus. Und sobald das halt Kontakt hat, ich mache das jetzt, simuliere das mal mit feuchten Fingern, sobald er so weit unter Wasser gezogen wäre, würde halt quasi die Farbe sich ändern. Zum Aalangeln nehme ich meistens etwas schwerere Posenmodelle. Davon habe ich, wie gesagt, diese hier. So, ich packe die auch mal aus. Das ist jetzt kein Feststellposenmodell, sondern eine Laufpose. Deswegen hat die hier diesen Messingring, der ist schon ein bisschen angelaufen, weil ich die auch nachts an der Ostsee benutzt habe. Nur wie gesagt, diese Posen hier, die habe ich gepimpt, indem ich sie komplett schwarz gemalt habe. Damit kann ich sie auch tagsüber verwenden, ohne dass sie im Wasser weithin leuchtet. Und hier ist sogar schon Batterie drin, weil ich sie schon benutzt habe. Wie gesagt, hier ist genau dasselbe. Die hat ungefähr jetzt 10 Gramm Traggewicht. Und wie ihr seht, ist die wunderbar ganz super grell am Leuchten. Und das kann man ohne weiteres auf der Ostsee fast 50, 60, 80, 100 Meter weit sehen. Und deswegen finde ich diese Posen halt relativ clever. Ich brauche mich nicht mehr mit irgendwelchen Knicklichtern rumärgern. Dasselbe habe ich auch an den Routen, was ich irgendwann in einem anderen Video mal zeigen werde. So wird sie gelagert. Wie gesagt, ich packe die meistens wieder in das Schutzrohr zurück. Wobei das bei meiner Angelkiste eigentlich nicht nötig ist. So, das sind die. Gibt es bei diversen Händlern halt im Internet zu kriegen. Genauso wie diese Batterien dazu. Das sind so Stabbatterien. Ne, vorne der Pluspol und hinten halt der Körper bildet den Minuspol, wie bei vielen von diesen Knopfzellen oder Batterien. In diesem Fall sind es eben die internationale Bezeichnung CR425.
Die gibt es auch ein bisschen länger, dann sind es eben die 435er, die haben ein bisschen mehr Kapazität, sind entsprechend halt 10 mm länger. Wenn ihr im Internet guckt und euch so eine Pose besorgen wollt, achtet halt darauf, dass immer gleich eine Batterie dabei ist, so braucht ihr euch nicht die Mühe machen, extra welche zu kaufen. Einzeln kosten die Dinger, keine Ahnung, um 1 Euro habe ich jetzt bezahlt mal. Wie gesagt, 2 Knicklichter-Päckchen kosten dasselbe, nur das hier, die Batterien. Ich habe bisher noch nie welche austauschen müssen, deswegen sind die alle noch zu, weil ich habe in meinen Posen 1-2 Stück nur in Betrieb, die tausche ich halt hin und her. Bei dieser hier könnte ich sogar rumspielen, wenn ich das Gewicht noch verändern wollte, weil das Gewinde passt, und könnte den unteren Tragkörper halt ändern, auf die Pose schrauben, statt diesen hier, der ist jetzt ein bisschen länger, und die Batterie eben da einführen, was ich halt nicht machen werde. Ja, das war es eigentlich im Prinzip schon. Ich werde jetzt noch versuchen, euch die Posen mal irgendwo in einem dunklen Eckchen bei mir in der Wohnung zu zeigen. Ne, dass die Kamera sieht, wie krass grell die im Dunkeln halt sind. Aber dazu muss ich halt die Kamera ein bisschen umbauen. So, jetzt habe ich mich mal in einem dunklen Raum eingesperrt, so ein bisschen. Das ist nur, um jetzt mal die Leuchtposen in Aktion zu zeigen, in einem dunklen Bereich, wenn man fast nichts anderes mehr sieht. Da sind sie halt in Action. Mehr wird man auf dem Wasser nicht sehen. Wie man sieht, sind die sehr, sehr leuchtstark. Deswegen male ich sie, wie gesagt, schwarz an. Dass sie halt weg vom Wasser sind, dass man quasi nur noch oben die Spitze sieht. Ne? Ich versuche mal jetzt noch einen Farbwechsel hinzubekommen, um diese zweite Generation eben zu zeigen, wenn die einen Biss hätte. So, dazu muss ich hier einen Finger an den Silberring und jetzt sieht man es sehr schön. Das ist der Wechsel halt, wenn die Pose unter Wasser gezogen worden wäre. Ja, deswegen finde ich diese Posen halt clever und cool. Na, vor allen Dingen bin ich unabhängig von Knicklichtern, egal wie alt die Dinger sind. Denn wenn ich Lust habe auf eine spontane Session, Samstagabends, und dass ich auf den Sonntag angeln gehen will, eben, und der Angelladen dazu, hier bin ich immer mit versorgt und kann halt jederzeit loslegen, wenn ich Bock dazu habe und halt Würmer habe. Weiter geht's, wenn ich wieder aus meinem Schrank rausgekrabbelt bin, ne? Tja, da bin ich wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich konnte euch mal wieder was zeigen, was eben clever ist und auf die Dauer auch nach dem Anschaffungspreis eben ein bisschen Geld spart. Ich finde Leuchtposen einfach cool. Wie gesagt, da sie auch einsetzbar sind, jetzt habe ich mal das Zimmer so ein bisschen leicht abgedunkelt, quasi bewölkt, der Himmel oder so, könnte man sagen. Und oder später Nachmittag oder halt Dämmerung. Und auch da kann man schon sehen, dass die Posen halt ihren Zweck erfüllen. Wie gesagt, jederzeit tunen, mit ein bisschen mit einem schwarzen Edding halt entsprechend anpassen, dass die Leuchtstärke. Weil in der Praxis hat sich gezeigt, gerade wenn ich im Flachwasser auf Aalfische oder so im Spätsommer, dass die Leuchtposen eben, die sind ja nur ungefähr bis hierhin im Wasser. Und gerade dieses Modell hier oder auch das etwas dickere, was ich jetzt schon wieder weggepackt hatte, eben die gesamte Pose strahlt Licht ab und es fällt eben auch relativ aufs Wasser. Und die Praxis hat gezeigt, wenn ich die Pose quasi schwarz mache, dass ich nur die leuchtende Spitze habe, dass nicht so viel Licht wieder zurück ins Wasser fällt, dass ich etwas bessere Ergebnisse hatte. Da ist die Fantasie von euch gefordert, je nachdem, wofür eben ihr sie haben wollt oder einsetzen wollt. Ich mache es dann nochmal feucht, um ein letztes Mal halt die Bissanzeigerfunktion hier zu zeigen bei dieser hier. Und ja. Das war's für heute von Clever Angeln. Vielleicht sehen wir uns demnächst auf YouTube. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Ciao, ciao.